okay, passt. So kriegen wir die Spieler. So kriegen wir die Spieler, dass sie vielleicht sogar bis zum Schluss durchhalten. Bin auch gespannt, ob das eine große Open World ist oder mehrere großen Open Worlds. Weil wenn ich mir die Karte da so anschaue und rauszoomen kann, oder es gibt mehrere kleine Mini-Areale. Das ist aber auch geil. Das würde ich aber auch extrem feiern. Wenn man wirklich sagen, hörst du, es gibt mehrere kleine Mini-Areale, die was du auch noch zusätzlich erkunden kannst. Wie zum Beispiel die Heimatstadt von Erm oder sonst so Kleinigkeiten in der Richtung. Würde ich schon mal extrem feiern. Es geht dann schon noch ein bisschen scheiße aus. Warnung! Warnung! Ich habe eine außergewöhnliche Präsenz registriert. Wir sollten uns auf Schwierigkeiten vorbereiten. Ich registriere, dass eine gewisse Ratlosigkeit in der Luft liegt. Freut mich sehr, Cloud. Wer bist du, Barbara? Dieses Informationssystem. Die meisten Menschen nennen mich einfach Mai. Aha. Ja, wenn sie schon am Start ist. Ja, finde ich jetzt gar nicht mehr so uns wieder. Können wir machen. Nährstofftank. Okay, schocke einen Gegner, erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Da würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass wir den ein oder anderen hier schocken. Ja, mach gleich mal Flammenblitz, Alter. Das wär's. Ja, ja. Da bin ich aber auch gleich geschockt, Alter. Bist du eppert. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, sehr gut. Perfekt. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Gib ihm. Perfekt. So, jetzt ganz gerne mal mit Glut. Auf idealer Hase, damit wir umso schneller fertig sind. Ah, Zeitlimit, das. Aber es sind eh nur die drei Gegner, oder? Ich rechne jetzt irgendwie gerade damit. Ich rechne gerade vollgas damit, dass es nur die drei sind. Machen wir schon. Machen wir locker. Locker machen wir das. Na, warte mal. Beschwören? Na. Brauchen wir nicht beschwören. Brauchen wir nicht beschwören. Digi. Lass es. Lass es, Digi. Hahaha, der Schwertsturm in der Luft. Sexy, Alter. Oh, wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Das ist ja eh nix, Alter. Moin, Sir's, grüß dich. Alles klar, Leute, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Der Hund. Ja, genau. Und? Oh, geil. Geil. Ein Wahnsinn. Alles klar? Alles Paletti, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Ein Wahnsinn. Muss immer wieder nur so ein bisschen achten, wie ich gehe. Aber ich glaube, das ist eh schon ein guter Bereich. Ja, ich glaube, wenn wir so entlang gehen... Oh ja, das wird schon passen. Wird schon passen, definitiv. Na dann, gib ihm, Alter. Gib ihm böse. Mach gleich Fähigkeiten, dies, das, jenes. Jetzt, wo wir den Flammenblitz eh am Start haben, sollte das natürlich mal wieder klappen. Ja, und natürlich kriege ich mal wieder einen in die Fresse, ist eh klar. Oh, schöner Angriff, schöner Angriff. Oh. Na, das hört sich sehr, sehr gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin aber trotzdem noch immer gemischte Gefühle, welcher Teil dabei besser war. Weil ich finde, sobald das Game ins Lineare geht, ist es richtig, richtig gut. Und ich finde derweil noch die Open World ein bisschen so lala. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Bist du deppert, Kapitel 8? Bist du deppert, der Schwanzverkehr oder was? Ich bin natürlich auch Kapitel 3, 2, ja 2. Oh, geil. Na, aber ich bin gespannt auf die Open World. Derweil bin ich doch eher so gemischte Gefühle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh.
Also quasi alle können dann mit dir mitleveln und das Ganze, oder wie? Weil da gab es ja irgendeinen Schwierigkeitsgrad, was ich kurz gesehen habe. Aber was sagst du aktuell? Was sagst du aktuell? Wie gefällt's da? Eine 10 von 10, 9 von 10? Gibt's was zum Kritisieren? Findest du, ist es ein Meisterwerk? Und wie viele Final Fantasy Teile hast du überhaupt schon gespielt gehabt? Aber ich glaube, mittlerweile ist